Anni Müller-Maggun ist, denke ich mal, den meisten von euch hier bekannt, vor allem in Verbindung mit dem CCC. Allerdings ist er auch Co-Art Director von ICANN wie gewesen. Ja, liebe. Auf jeden Fall sehr viele Hüte. Das heißt, ich kann jetzt mal durchgehen. EDRI soll ich erzählen? Könnte ich erzählen. Zum Beispiel generell die Zivilgesellschaft vertretend. Und ja, wir werden heute, ich gebe dann gleich mal das Wort weiter, damit wir nicht überziehen, weil wir wollen pünktlich anfangen. Darauf hat der Referent bestanden. Wir haben schon eine Minute überzogen, deswegen. Ganz kurz nochmal ansagen. Es ist noch Suppe da. Ich mache dann hier auch gleich mein Datenporno erstmal wieder aus. Also für denjenigen, der es noch nicht erraten hat, es handelt sich um thermografische Aufnahmen der Aufbauten der US-Botschaft, die wir gemacht haben, um insbesondere hier in diesem Bereich, muss ich mal eins zurückgehen, also hier haben wir diese Jalousien, die keine Jalousien sind und Wände, die keine Wände sind. Und wenn man das thermografisch sich anguckt, dann sieht man hier, diese roten Bereiche sind die Wärmeentwicklung. Das heißt, hier haben wir die Antennen, aber hier haben wir ganz viel Hitze an Stellen, wo eigentlich so etwas Ähnliches wie Mauerwerk ist. Da dürfen wir also die Technik vermuten. Aber das, wie gesagt, war jetzt nur der kleine Datenporno zur Erheiterung. Ich möchte sprechen über die Auswirkungen von nachrichtendienstlichen Zugriffen auf digitale Souveränität. Vielleicht ist der Begriff digitale Souveränität noch nicht hinreichend eingeführt, aber ich glaube, wir müssen das jetzt bald mal tun. Anfangen möchte ich mit den guten Nachrichten, weil Paranoia war ja gestern. Also wir sind ja als diejenigen zu leise. Ja, dieses Mikrofon ist so weit weg. Ich müsste mich hier so weit nach vorne beugen. Das macht keinen Spaß. Ah, man kann es hochdrehen. Hochdrehen. Danke. Test, Test. Handmikro. Nehme ich halt ein Handmikro. Okay. Okay. Also, nochmal. Die guten Nachrichten. Paranoia war gestern. Dieses Bild hat es ja bis in die bürgerlichen Medien geschafft. Und auch insgesamt, finde ich, gibt es Grund zur Hoffnung. Weil wenn man das Ganze mal so spieltheoretisch durchgeht, Hoffnungsmodell Informationsgesellschaft in ihren Komponenten, wir haben weitestgehende Telekommunikationsüberwachung, passiv wie aktiv. Wir haben sowas wie freien Informationsfluss zumindest erreichbar mit technischen Methoden. Es gibt sehr wohl die Möglichkeit, End-zu-End-Verschlüsselung zu betreiben in einer Art und Weise, dass man sich auch das Umfeld der Verschlüsselung kümmert. Das heißt, das Betriebssystem, die Hardware, die Rahmenbedingungen, unter denen man die Schlüssel generiert, verwaltet und so fort. Und es gibt sowas wie Anonymisierungstechniken. Tor in vielleicht der verfügbarsten Ausprägung auf diesem Planeten. Und das Ganze ist aus meiner Sicht eine gute Nachricht und sind gute Voraussetzungen. Weil was wir ja gesehen haben, ist, dass mit dem WikiLeaks-Ansatz, eben auch biblisch gestützt, dass eben diejenigen, die irgendwas zu verbergen, zu geheim halten haben, dass das letztendlich nicht funktioniert und dass die Dinge eben doch rauskommen. Und dem Umstand, dass Kryptographie durchaus funktioniert. Ganz klar, ohne Krypto hätten wir Snowden nicht mal bis nach Moskau gekriegt. Aber wir haben Snowden immerhin bis nach Moskau gekriegt. Ich sage jetzt wir in so einer virtuellen Form. Ich glaube, der eine oder andere mag sich damit einstimmen. Und es war ja durchaus ein Szenario, wo schon bekannt war, dass er der Leaker ist, wo auch klar war, dass der gesamte Apparat schon auf der Suche nach ihm war. Und es war trotzdem möglich, in diesen Rahmenbedingungen sichere Kommunikation zu etablieren, Sarah Harrison irgendwie zu ihm zu gelangen, Tickets zu besorgen, das mit den Anwälten zu arrangieren und auszufliegen. Und das ist, finde ich, ein ganz starker Ansatz, der einen eigentlich hoffnungsfroh stimmen muss für mich. Dann abgesehen von dem ganzen Überwachungssystem, die ich gleich im Einzelnen sezieren möchte, gibt es auch einen Lösungsweg. Und das hat ja immerhin zu fast fröhlichen Reaktionen geführt. Wir hatten sowas Ähnliches wie glückliche Menschen,
und fast regelrechte Ereignisse. So den europäischen Luftraum, den schließen wir ja alle Tage mal. Ne? Das ist ja ganz normal, dass 7 europäische Länder mal kurz beim Verdacht, dass Snowden in einem immerhin diplomatisch geschützten Flugzeug des bolivianischen Präsidenten sitzt. Also das fand ich mit, das war für mich viel schockierender und viel eine schlechte Nachricht, dass sowas durchgeht, ohne dass in Europa irgendwie was los ist. Aber es scheint mal normal, wenn unsere amerikanischen Freunde da so ein kleines Problem haben, dann machen wir mal den Luftraum zu. Und das führt ja hier, wenn man unten rechts mal genau hinguckt, bei dem Herrn Morales da auch dazu, der zieht ja auch so eine Schnute, als sei das Koks alle. Das passiert dem auch nicht jeden Tag. Also das fand ich viel schockierender, dass das sozusagen so durchgeht. Weil das bedeutet ja auch, dass es hier schon um was geht. Das ist jetzt hier nicht mal so ein bisschen unsere Systeme zur Identifikation von Terroristen oder so, sondern hier geht scheinbar schon um gewichtige Dinge. Und diese gewichtigen Dinge, die möchte ich sozusagen nochmal in kleiner sezierender Art und Weise darlegen, und zwar strukturell, weil das viele Geld, was dahin geht, das muss ja auch irgendwo seine Berechtigung hier haben. Wir haben im Wesentlichen auf der Seite der technischen Beschaffungsorganisation sowas wie 5 Abteilungen, eben die Special Source Abteilung oder Operations, die Global Access. Special Source wenden sich an die Unternehmen, bezahlen die, stechen die oder schlicht wenden die Gesetze an. Global Access ist das, was wir quasi klassisch immer gesehen haben, hier diese randome Zugriff auf Satellitenverbindungen, transatlantische Kabel und so fort. Dann gibt es die maßgeschneiderten Angriffe, von denen hatten wir vor Snowden noch nicht so viel, außer Stuxnet, aber wir hatten es noch nicht in der Wahrnehmung, die Massivität des Vorgehens. Eben auch die Exploitation-Abteilung, die aus diesen maßgeschneiderten Angriffen skalierbarer macht. Und den Special Collection Service, den ich ja eben schon kurz illustriert habe, aber dazu gleich noch mehr. Wir haben also verschiedene Programme, beispielsweise bei SSO gesehen, wo wir eben Datenauswertung verpflichteter, kooperierender Unternehmen, die unter Jurisdiktion fallen, sehen. Und es gibt natürlich viele gute Gründe, jetzt zum Boykott von amerikanischen Unternehmen in Bezug auf die Verarbeitung unserer Daten aufzurufen, aber ich möchte auch nicht jetzt hier so rein dieses leicht einzustimmende anti-amerikanische Lied gegen die Unternehmen singen, weil man kann Unternehmen schwierig vorwerfen, dass sie sich an die Gesetze ihres Landes halten. Wenn sie das nicht tun, dann nennt man das Kriminalität. Und natürlich kann man ihnen vorwerfen, dass sie das nicht offengelegt haben, aber das ist eine Diskussion, wie wir bei Yahoo gesehen haben, die auch unter erschwerten Bedingungen für die stattfindet. Was aber interessant am SSO-Ansatz ist, ist, dass ja hier offen drin steht, dass eben der Zugriff auf auch andere Länder und die gezielte Kommunikation von irgendwelchen interessanten Parteien dadurch begünstigt wird, dass Telekommunikation eben nicht immer den kürzesten Weg sucht, sondern den wirtschaftlich günstigsten. Und das heißt andersrum natürlich auch, dass Telekommunikation subventioniert wird, um sie im Zugriff zu haben. Ich meine, warum können dann bestimmte Anbieter ihre Telekommunikationsdienstleistungen günstiger anbieten als andere? Na, weil sie subventioniert sind, zum Beispiel vom Militärhaushalt ihres Landes. Und das wahrzunehmen, das erscheint mir schon auch nicht ganz unwichtig. So, dann haben wir also im Prism diese ganzen Unternehmen gesehen, die ihre Daten einliefern müssen. Soweit, so gut. Bei den Global Access Operations, wie gesagt, das waren die klassischen Programme, die Glasfasern und so fort. Wir haben aber auch gesehen, in welcher Brachialität da eigentlich vorgegangen wird. Es geht ja schon lange nicht mehr um irgendwelche gezielten Daten von Verdächtigen, sondern es geht um alle Daten jederzeit überall. Und das, was bei Boundless Informant passiert, diese Heatmap, dass man also sagt, wie viel Telekommunikation man über ein Land hat, das muss man, da gibt es auch eine FAQ zu, vorsichtig studieren. Das heißt nicht zwangsläufig, dass die Telekommunikation in diesen Ländern abgegriffen wird, sondern dass sie ihn, wie es auf Englisch heißt, attributed to a country. Das heißt, dass wenn einer der Kommunikationsteilnehmer oder ein Segment in der Kommunikation eben diesem Land zuzuordnen ist, dass es dann hier so angezeigt wird, wodurch eben Erkenntnisse über die Telekommunikation eines Landes entsteht. Bei den Tailored Access Operations, klar, das heißt ja auch zielgerichtete Angriffe, maßgeschneiderte Angriffswerkzeuge,
Aber was hier nicht gemeint ist und was noch ein Missverständnis ist, was da hier und da aufkommt, ist, dass man davon ausgeht, dass wir sozusagen mit maßgeschneidert meinen, dass die gucken sich ein Ziel an und dann greifen sie das an, nachdem sie studiert haben. Das ist zwar grundsätzlich die Vorgehensweise, aber mit der sozusagen globalen Sammlung der sogenannten Fingerprints. Fingerprints sind unsere Kommunikationseigenschaften. Das ist unser Webbrowser, der beim Besuch einer Webseite sagt, welche Plugins er hat, welche Version er hat, unter welchem Betriebssystem er läuft und so weiter und so fort und damit auch gleich verrät, wie man ihn angreifen kann. Ein Fingerprint ist unser Mobiltelefon, was sagt, welche E-Mails hat, welche Parameter es hat, welches Android oder iOS oder was auch immer es läuft. Das heißt, es geht darum, dass wir die ganze Zeit die Informationen schon mal preisgeben, was wir für Geräte benutzen, unter exakt welchen Voraussetzungen. Und dann gibt es eine zweite Datenbank, die aus diesen Fingerprints dann die passenden Exploits sucht und uns automatisiert angreift. Und das passiert millionenfach. Das ist eben völlig skalierbar. Und hat deswegen schon ein bisschen eine andere Dimension, als wenn man sagen kann, ja, ein Nachrichtendienst kann theoretisch, wenn dieses und jenes. Sondern das sind vollautomatisierte Systeme, die eben diese Informationen nur kombinieren müssen. Und wir haben ja beispielsweise bei der Operation Socialist, bei Belgacom gesehen, ein Fall, den ich immer noch auch, ich bin immer noch erstaunt, wie wenig der eigentlich in die Berichterstattung gefunden hat, weil es ging ja immerhin ums Europäische Parlament, also Belgacom ist ja die belgische Telekommunikationsfirma, ehemals staatlich, die eben in diesem Fall sowohl Internet- als auch Telefoniedienstleistungen fürs Europäische Parlament bringt. Gut, klar, da sind ja eh alles Terroristen oder zumindest Verdächtige der Förderung des. Aber es gibt noch zwei andere neuralgische Funktionen, die Belgacom hat, nämlich A, dass sie der sozusagen die Hauptinfrastruktur von Eurocontrol machen, das ist der europäische Luftraum. Das ist die Information, welche Radarstationen aus welchen Ländern gerade was über den Himmel berichten. Und wenn diese Information verzögert, das heißt, wenn die Latenz hier erhöht wird bei einzelnen Dateneingaben, dann fallen da Flugzeuge vom Himmel, weil sie davon ausgegangen waren, dass diese andere Maschine da schon weg war. Das heißt, die Gravität der Eingriffe, die wir hier gesehen haben, es war nicht passiv so, dass hier geschnorchelt wurde, sondern die Belgacom-Infrastruktur befand sich unter Kontrolle, in diesem Fall eine Abteilung der GCHQ, sollte eigentlich einem zu denken geben, in Bezug auf, ist das nicht ein gemeingefährlicher Eingriff auch in den Flugverkehr? Und die dritte Komponente, die war fast schon ein bisschen wieder auch erstaunlich, SWIFT, dass die auch den SWIFT machen, das Processing für die deutschen Banken, also dass sie das Netz dafür betreiben. Hätte man ja eigentlich gedacht, SWIFT haben die Amis doch eh, aber offenbar gibt es bei SWIFT dann auch noch Aspekte, die die offenbar unter mehrfacher Kontrolle gerne haben möchten. Bei der Abteilung SCS ist das eben eine Kooperation, eine taktische Kooperation mit der CIA, wo auch haptisch-taktile Angriffe stattfinden, wo also in Gebäude eingebrochen wird, um Wanzen oder technische Abhörinstallationen, Keylogger, kompromittierende Emissionswerkzeuge und Ähnliches zu installieren. Ebenso taktische Abhörstationen wie eben in den Botschaften, aber auch die gezielte Ausspähung von Zielpersonen, Organisationen und ihren Kommunikationstools. Was wir in den Unterlagen gesehen haben, sind ja unter anderem, dass eben sich wie in diesem Fall die europäische Vertretung in New York, sich erstmal Gebäudepläne besorgt werden, um zu gucken, wo stehen die Server, wie sind die Leitungen verlegt, wo finden die Besprechungen statt und so fort, um dann entsprechend dort Dinge zu installieren. In diesem Fall war es, glaube ich, über die Putzmannschaft. Wir haben durchaus eben auch Kryptoanalyse und Exploitation gefunden, aber nochmal, die gute Nachricht ist, Krypto funktioniert, das sieht die NSA auch. Was sie aber tun, sind natürlich die Verfahren in der Realität, also die verfügbaren Verschlüsselungsverfahren abzuschwächen, Angriffe auf Implementierung durchführen, zielgerichtete Angriffswerkzeuge, also Mini-Trojaner entwickeln, um einfach nur Krypto-Keys zu klauen, das geht ganz schnell. Über einen Webbrowser, Exploit rein, Schlüssel klauen, wieder raus. Im System selbst verbleibt der Trojaner nur für den kleinen Moment, wo man den Schlüssel klaut. Solche Dinge immer unter dem Aspekt der Skalierbarkeit, also Multi-Target-Approach sozusagen. Und dazu haben wir ja auch sozusagen deren Vorgehensweise gesehen, wenn dann so VPNs gelernt werden. Da komme ich aber etwas später noch zu. Und wir haben natürlich auch die Kombination, wie eben kleinere Exploits genutzt werden über Man-in-the-Middle-Attacks, also eben die Implantate, die dann einen Router dazu bringen, wenn jemand seinen LinkedIn
Profil glaubt aufzurufen oder seine LinkedIn-Seite oder seine Google-Seite, dass er dann eben seine Eingaben woanders hin macht. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass er darüber eben sich kurz was einfangen kann. Und ich habe die Folie jetzt hier mal ein bisschen umbenannt. Für mich ist das eigentlich eine Karte der Verletzung der digitalen Souveränität durch eben die US-Regierung, US Government, das ist Diplomatensprech, USG und die NSA. Und zwar vor allem deswegen, weil wir hier eben nicht nur auf dieser Karte sozusagen die Massivität der Abgriffe der Satelliten, der Kabelverbindung zwischen den Ländern und die Botschaftsstandorte sehen, sondern vor allem die Implantate. 50.000 oder über 50.000 weltweite Implantate in den Infrastrukturen anderer Länder. Und mit Implantaten sind hier, wir haben ja den Katalog veröffentlicht im Dezember letzten Jahres über Spiegel, sind eben Instrumente gemeint, die Fernsteuerbarkeit von Infrastrukturen, von IT-Systemen, die man angreift, erwirken. Also wenn das keine Verletzung, völkerrechtliche Verletzung von der sozusagen Souveränität eines anderen Landes ist, was dann? Und das Ganze ja eben durchaus mit einem mächtigen Anspruch. Es geht eben, wie man bei Treasure Map gesehen hat, Treasure Map ist ein Visualisierungssystem, mit dem mal kurz das komplette Internet, jedes Gerät in Echtzeit mit seinen Parametern erfasst wird, um daraus eben Handlungsoptionen abzuleiten im Sinne der Computer Attacks, Exploit Planning, Preparation of the Environment und so fort, was man anderes tun kann. Und es geht hier, das zeigt diese Folie sehr schön, natürlich am Ende des Tages um uns, aber erstmal hier unten, unten links, our mission, die NSA arbeitet ja auf der Ebene der eben des logischen Network Layers, der physikalischen Geräte, die dann natürlich geografische Standorte haben. Und dann gibt es diesen schönen Euphemismus hier, we enable. Was heißt denn we enable? Den Cyber-Persona-Layer, das heißt unsere Geräte und uns als Person. Das sind dann wahrscheinlich zielgerichtete Tötungen, Drone-Strikes oder andere Zugriffsoptionen, die sich da so ergeben, wenn man über die unteren Layer sozusagen exakt weiß, wo wir uns aufhalten, mit wem wir kommunizieren, welche unsere charakteristischen Merkmale sind, wie lange wir auf welchen Webseiten, mit wie viel Millisekundenverzögerung wir auf was reagieren. Da kann man schon ein bisschen was enablen. Aber diese ganze Enablung, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, weist auch auf eine Sache hin, die komplett bei Snowden fehlt. Weil Snowden kommt halt aus der Ebene der technischen Beschaffer und nicht auf den Ebenen darüber. Aber bevor ich dazu komme, nochmal einen kurzen Ausflug über die Ökonomie der Telekommunikationsüberwachung. Weil während wir jetzt vielleicht uns allmählich angestachelt fühlen, mal darauf einzugehen, und vielleicht auch in ökonomischer Art und Weise tätig zu werden, um uns vor diesem Kram zu schützen und in Krypto zu investieren und so fort, gibt es halt schon eine Zeit lang eine Industrie, die im machiavellischen Sinne ganz anders tätig ist. Wir haben ja klassisch diese Technologie in den Telekommunikationsanlagen Lawful Interception. Das klingt und ist auch im Kern wahrscheinlich berechtigt, dass der Staat, die staatlichen Ermittler, auf Basis von klaren rechtlichen Rahmenbedingungen, für den Fall, dass eben Straftaten verabredet werden oder Ähnliches über Telekommunikation, dass sie da zugreifen können, dass sie das abhören können und dass sie sich Kenntnis über diese Straftaten verschaffen können. Das Problem ist, dass die Anlagen halt mit bestimmten technischen Standards, also auf Basis technischer Standards, ETSI-Standards und Kalia-Standards, kreiert werden, die im Kern schon über 15 Jahre jetzt so sind, dass der Betreiber einer Anlage nicht wissen soll und nicht wissen darf, wenn ein Telekommunikationsvorgang abgehört wird, weil der könnte ja denjenigen warnen. Das ist also quasi ausgeschlossen, sondern die Verfahren zur Absicherung, die sollen dann eben bei den Bedarfsträgern selbst stattfinden. Das Kernproblem ist aber, der Begriff Lawful Interception ist nicht einheitlich definiert. Der heißt eigentlich gar nichts, weil es gibt ja in diesem schönen Planeten auch Länder, wo das Gesetz aus einer Person besteht. Und wenn diese eine Person sagt, ich möchte hier alle abhören, ich vertraue hier niemanden, dann sind die Anlagen, die das tun, genau das, Lawful Interception. Das heißt, der Unterschied zwischen einer parlamentarischen Demokratie, Verwaltungsgerichtsbarkeit, Menschenrechten und einer offenen, faschistischen oder monarchischen oder sonst wie ausgeprägten Diktatur ist nur die Konfigurationsdatei.
Alles andere ist dasselbe. Und das ist die eigentliche Gefahr dieser Technologie, dass wir hier Grundlagen schon installiert haben, die unter anderen politischen Rahmenbedingungen und wie der 11. September gezeigt hat, kann man ja sozusagen an der Eskalationsschraube der Feindbilderzeugung und so fort relativ schnell drehen, uns hier ganz andere Zustände möglicherweise bringen. Und schöner aber noch, dann gibt es natürlich Unternehmen, die bauen das noch auf. Also ich wollte vielleicht noch kurz darauf eingehen, weil dieser schöner Punkt hier, wie Siemens dann noch sagt, flexibel, konfigurierbar und skalierbar. Also die bewerben sozusagen auch noch, dass man die Demokratie ja auch kurz in was anderes verwandeln kann. Das ist ja alles flexibel, konfigurierbar so in der Technologie. Skalierbar heißt natürlich auch etwas. Und diese Skalierbarkeit, das haben Unternehmen schon natürlich auch aufgegriffen unter dem Aspekt, dass Speicher, also Storage, Festplatten und Co. Nicht mehr viel Geld kosten und dass man eben dann sagen kann, warum soll man dann überhaupt noch gezielt Leute überwachen? Warum sehen Sie nicht die komplette Telekommunikation eines Landes? Hier die untere, der untere kleine Auszug ist von einer Firma Fastec, das ist ein Unternehmen in Südafrika, die haben genau ein Produkt, das heißt Zebra Recording und ist die komplette Aufzeichnung der Telekommunikation eines ganzen Landes. Da braucht man dann 1, 2, 3, vielleicht 19 Zollschränke, die man sich in die Ecke stellt und ein paar Leitungswege. Und für einen kleinen sechsstelligen Betrag deren Software- und Auswertetechnologie. Und dann hat man das alles schön im Schrank, über Jahrzehnte, wenn man will. Und kann man dann store everything, filter for known targets, search the past, wenn sich da neue Ziele ergeben. Also erstmal nimmt man alles mit und die Verdächtige werden sich schon irgendwie auftun. Erstmal den Heuhaufen sozusagen groß machen. Das Ganze geht bis hin zu Unternehmen, das ist hier ein britisches Unternehmen, die sogar dafür werben, dass man ja auch in legal imperfect environments, wenn also beispielsweise ein Nachrichtendienst das Problem hat, dass er wie der Bundesnachrichtendienst, der darf ja nur ausländische Telekommunikation abgreifen. Aber diesen Leuten kann man ja helfen, denn erzeugt man einfach eine Situation, wo die Telekommunikation zum Beispiel einmal kurz ins Ausland umgelenkt wird und dann wieder zurück. Und dann sind die juristischen Rahmenbedingungen auf einmal erfüllt. Und das bewerben die sozusagen als Dienstleistung. Dadurch kommen dann wahrscheinlich diese kleinen Gebäudesegmente kurz hinter der polnischen Grenze zustande, wo der BND eben Auslandskommunikation überwacht. Das hat mit innerdeutscher Kommunikation ganz bestimmt nichts zu tun und auch nichts mit solchen Unternehmen. Aber um nochmal auf den Punkt zu kommen, bevor wir uns jetzt in der Technik verlieren, das, was ein bisschen fehlt bei der Snowden-Betrachtung, was auch vielen Leuten, viele Menschen vielleicht so einen abstumpfenden Effekt hat, ist, dass natürlich für uns als Techniker, als Informatiker, es ist irre spannend zu sehen, was sie da tun und wie sie es tun und so weiter und so fort. Aber für viele Leute, die eben dieses technische Tiefenverständnis oder die Begeisterung dafür nicht haben, für die ist ja irgendwann der Nachrichtenwert nicht mehr da, ja, okay, wir werden überwacht, wo ist jetzt sozusagen der Neuigkeitscharakter? Und das hat was damit zu tun, dass wenn man sich das NSA-Organigramm ankommt, Snowden mit seinem ganzen Material, das kommt halt von den technischen Beschaffern. Snowden selbst war ja im Bereich der Entwicklung technischer Systeme sozusagen zuständig. Und die Materialien, die wir da aus diesen eigenen Wikis und diese ganzen Präsentationen haben, das sind ja eben erstmal technische Beschreibungen von Systemen. Das sind auch oft so Präsentationen von blöden amerikanischen Angestellten, wenn ich es mal in meiner Sprache kurz sagen darf, die sich ihren Vorgesetzten gegenüber irgendwie toll darstellen wollen. Also das ist ja alles auch sehr amerikanisch. Nur deswegen haben wir da übrigens Beispiele drin, weil die dann sagen, ha, und mit dieser besonders perfiden Technik ist es uns gelungen, dieses und jenes zu machen. Das sind, wie gesagt, blöde, stolze Amerikaner, die da so in ihrer eigenen Technologiewelt arbeiten und vorgehen. Was uns dadurch aber nicht zur Verfügung steht, ist wirklich eine systematische Beleuchtung, wen die denn tasken, also wer dann die Zielpersonen sind. Natürlich wird da hier und da immer wieder behauptet, und das ist das Standardargument, es geht nur um Terrorismus und so fort. Wir wissen ja jetzt durch einige Beispiele schon, dass das wohl nicht die Wahrheit ist, aber wir haben eben nicht die vollständige Dokumentation, da müssen wir auf den nächsten Whistleblower warten, erstmal wer dann hier als Zielperson wie wo bearbeitet wird. Und ich habe mal mit William Billy zusammen ein paar Stunden verbracht und dieses Diagramm ist dabei entstanden, mit dem ich sozusagen versucht habe, das ist zugegebenerweise leicht kompliziert, ich erkläre es aber kurz,
wie das dann bei der NSA funktioniert. Weil oberhalb der Abteilung S2 und S3, diese International Security und wie sie dann alle heißen, gibt es die S1 und die heißen auf Englisch Customer Relations. So, und das sagt eigentlich schon alles. Die NSA ist ja nur Dienstleister. Das sind nicht die Bösen selbst, das sind nicht die operativ die Daten nutzen, sondern das sind die, die für andere die Daten beschaffen. Wer diese anderen sind, da gibt es eine lange Liste, natürlich State Department, Weiße Haus, das Militär, das Department of Commerce, wie sie alle heißen, ist wirklich eine lange Liste. Und das heißt, da oben kommen Anforderungen an, da gibt es diese National Security Requirement List beispielsweise, die die Stadt Sicherheit mal hatte. Und der bundesdeutsche, westdeutsche Rechtsstaat dann in diensteifriger Eiligkeit nichts anderes zu tun hatte, als das Originaldokument den Amerikanern zurückzugeben, ohne darauf zu gucken und festzustellen, dass sie selber draufstehen als Ziel. Aber das nur eine Randgeschichte sozusagen. So, dann gibt es also die Leute, die die Aufträge geben. Dann gibt es diese Verbindungsoffiziere, die die Aufträge entgegennehmen. Das sind erstmal politische oder ökonomische oder militärische Aufträge. Und die werden dann runtergebrochen in Analysen der sogenannten Request. Da sagt man also Request, die und die Personen oder die und die Zusammenhänge. Da wird das also schon mal etwas detaillierter aufgelistet. Und dann werden zu den Requested sozusagen, also Rupees heißen die dann, werden die Parameter ermittelt. Und die Parameter ist dann das sogenannte Tasking. Das heißt, wenn ich weiß, Frau Merkel hat die und die Telefonnummer, die und die E-Mail-Adresse, das sind alles Task-Parameter, die dann erfasst werden. Und jedes Mal, wenn irgendwo dieser Parameter aufschlägt, dann geht der zu dem Analysten, zu dem Requester, der sozusagen mit dem Analysten arbeitet und das zusammenschreibt. Das ist also die linke Seite dieses Diagramms, ist sozusagen der Auftrag, geht nach unten zu den Beschaffern und die rechte Seite ist dann, wo die Rohdaten dann analysiert, aufbereitet werden, in Bericht übergeben werden und dann übermittelt werden. Aber diesen letzten Schritt, sozusagen die rechte Seite ab S1 oder vielmehr zwischen S2 und S1, die haben wir schon nicht mehr, also nicht durch Snowden. So, die haben wir vielleicht auszugsweise hier und da in anderen Zusammenhängen und wir können sie uns vorstellen, aber das scheint mir eine wichtige Dimension zu sein, die wir sozusagen noch, dass wir uns mal kurz auch vergewissern, was sehen wir und was sehen wir dann nicht. Da fehlt also noch was. Und diese Auswertungsoption, die haben mich lange beschäftigt, nämlich die Frage, was machen die denn tatsächlich jetzt? Wie kann ich mir das vorstellen? Bei der Staatssicherheit gab es ja diesen Begriff des Kompromats. Kompromat ist im Sprachgebrauch des MFS ein Sachverhalt aus dem Leben einer Person, die im Widerspruch zu gesellschaftlichen Normen und Anschauungen steht, bei seinem Bekanntwerden zu rechtlichen, disziplinarischen Sanktionen, zu Justizverletzung, öffentlicher Bloßstellung. Also ist, glaube ich, klar, was gemeint ist. Ne? Wenn jemand schwul ist und in der Gesellschaft ist das nicht okay oder man nimmt Drogen oder man hat irgendwie abweichende politische Auffassungen oder kulturelle oder was auch immer und man will vielleicht damit nicht in seinem Bekanntenkreis oder in der Öffentlichkeit gerade kokettieren, weil das nicht gut für die eigene Karriere oder das weitere Vorankommen ist. Das heißt, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist das nicht sowas wie Erpressung? Aber Binny hat dann drauf gedrängt in der Diskussion, er meinte, nee, guck dir das mal genau an, was Snowden zum Beispiel gesagt hat, was er bei der CIA gemacht hat, bevor er bei der NSA war in Genf. Da hatten sie diesen Banker, sie wollten an die Bank ran, sie wussten, das ist die Zielperson, die ihnen da die Daten besorgen kann. Dann haben sie ihn studiert, haben ihn betrunken gemacht, haben ihn sozusagen also in einem kulturellen Szenario betrunken gemacht. Dann haben sie dazu ermutigt, ach klar, du kannst noch Auto fahren, ist er Auto gefahren. Es ist eine fingierte Polizeikontrolle, er dachte, es wäre die Schweizer Polizei, es war zwar die CIA in Schweizer Polizeiuniform, aber sei dahingestellt. Und dann kamen seine Freunde und haben ihm geholfen. Das heißt, ihm wurde sozusagen geholfen von Leuten, die ohne die er das Problem gar nicht gehabt hätte. Aber wenn man das mal ganz kurz als Prozess sich anguckt, was heißt das? Also technische Ausspähung erstmal. Dann das erlaubt ein Charakterstudium. Kommen wir zu Anfälligkeiten, Angriffspunkten. Da wusste man also, der trinkt gerne mal einen über den Durst und dann ist er auch irgendwann manövrierbar im Zustand der Volltrunkenheit. Dann die Kompromittierung, also das Bringen in eine Situation, die problematisch ist, und dann rettet man ihn daraus. Ich habe dann Binny gefragt, also ist das nicht eigentlich, kann ich mir das nicht vorstellen, wie so Erpressung? Ist das nicht eigentlich so ein Ding, wo man dann sagt, ich weiß was über dich und das willst du doch nicht und so fort? Er meinte, nee, don't think black and white, it's called grey mailing.
Und Gray Mailing heißt, dass wenn wir über die Nutzung der ausgespähten Daten über die Lebensumstände einer Person in ökonomischen, politischen Prozessen reden, also auf der Ebene von internationalen Verhandlungen, wenn unsere deutsche Regierung in ihrer vollen Pracht der Souveränität und nur 40 Jahre ausgespähten, völligen Lebensumständen da versucht, irgendwo international etwas zu verhandeln, dann sitzt man da halt mit vielleicht einem Amerikaner über einem langen Dokument und der sagt dann auf Seite 23 Absatz 4, aber wissen Sie was hier, den zweiten Absatz da von dieser Passage da, den will ich da eigentlich nicht drin haben. Und Sie wollen auch nicht darüber reden, was damals da in Prag im Hotel passiert war. Also verstehen wir uns doch. Alles okay? Das heißt, es ist eben unterhalb der Schwelle einer Erpressung, weil er sagt, also Bini sagte mir, weil auf der Ebene der Erpressung hast du das Problem, dass die Leute eventuell in so eine Blockadehaltung verfallen. Und das Graymailing, also das Andeuten, das psychologische Andeuten, wir wissen was über dich, aber wir wollen ja gar nichts Böses, wir wollen doch nur, das funktioniert eben offenbar nach langer psychologischer Praxis und dortigem Studium viel besser, als wenn man so offensiv Leuten sagt, also maybe an offer I cannot refuse oder so. Aber das heißt auch, dass wenn wir diese Bedeutung der Daten und die Nutzbarkeit von solchen Daten, sei es jetzt auf der Ebene der hohen Politik oder schlicht für uns, unseren Freundeskreis verstehen wollen, dann haben wir eine enorme Verantwortung, was wir eigentlich tun und was wir nicht. Weil wir wissen ja jetzt, dass alles, was über die Netze da draußen geht, dass sie das mitnehmen, dass sie das speichern. Und das heißt auch, dass wenn wir fahrlässig da handeln, das heißt fahrlässig dann überhaupt noch, wenn wir Daten, personenbezogene Daten in diese Netze reingeben oder in diese Services oder in diese Cloud, eigentlich ist das Beihilfe. Also man kann es auch noch gemeiner nennen, aber bleiben wir mal bei Beihilfe. Was ich also damit sagen möchte, dass eigentlich sich die Frage ganz anders stellt, was ein Verbrechen ist und auch was Verbrechen, Datenverbrechen eben im Kontext von Strukturen sind, von denen wir wissen, dass sie nicht vertrauenswürdig sind, dass sie bestimmte Zugriffsrechte mit sich bringen durch vielleicht die Jurisdiktion des einen oder anderen Anbieters und dass wir eigentlich so etwas wie Vermeidungsgrundsätze, in den Nachrichtendiensten gibt es ja dieses Need to Know, dass jeder nur das weiß, was er für die Aufgabe sozusagen, die er erfüllen soll, wissen muss, damit er, wenn er zu den Russen reflektiert oder so ähnlich, dass er eben nichts verraten kann, außerhalb von dem, was er eben wusste. Und genauso müssen wir eigentlich Datenverarbeitungsprozesse über verschiedene Segmente betreiben, dass wir sagen, jedes Segment eines Prozesses bekommt nur genau die Daten, die es für die Erfüllung seiner Aufgabe benötigt, weil wenn dieser Prozess kompromittiert ist oder in der falschen Hände ist, dann sind die sozusagen der Schaden begrenzt auf dieses kleine Momentum des Datums, also der Auszug aus dem Komplettdatensatz und nicht, dass er sozusagen Komplettzugriff hat. Als mal so einen Ansatz. Und das heißt natürlich im Kontext von sowas wie Cloud Computing, klar, wenn der Anbieter ein Amerikaner ist, hat die US-Regierung halt Zugriff. Und wenn die dann innerhalb der Cloud verschlüsseln und zentral die Schlüssel generieren, well, das bringt natürlich gar nichts, also uns nichts. Das hat ja auch noch eine andere Komponente. Bei Google gab es ja diese schöne Illustration mit dem Smiley auch noch beim Frontend-Server, wie denn die NSA sich die Daten da rausholt. Zum einen natürlich SSL an der Stelle added and removed, zum anderen aber, dass eben innerhalb der Google Cloud alles unverschlüsselt zu diesem Zeitpunkt noch lief. Klar, Google hat jetzt da aufgerüstet, bloß was heißt denn das? Die unterliegen immer noch dem FISA, unterliegen immer noch dem Patriot Act. Gut, jetzt ist es also verschlüsselt und die US-Regierung muss sich das wissentlich holen. Aber das ist noch keine Lösung. Und die sogenannten sozialen Netze, wo Teilnehmer des Produktes sind, das hier ist ein Auszug, der ist auch schon 3-4 Jahre alt, wo sich Leute geschafft haben, über das europäische Datenschutzrecht mal die über sie bei Facebook gespeicherten Daten zu verschaffen. Damit haben sie auch die Datenbankstruktur von Facebook bekommen, von denen das hier nur ein kleiner Auszug ist. Und hier ist aber für mich besonders damals prägnant, oder eigentlich heute immer noch prägnant, ist ja, wie Facebook die Teilnehmer nennt, die das Ding benutzen. Die heißen da Target. Kann man natürlich sagen, ach, das ist ja nur so ein Begriff aus der Werbewirtschaft, wo zielgerichtete Markung, Marketing, bla bla bla. Aber unter dem Aspekt der informationellen Kriegsführung und im Drohnenzeitalter ist für mich der Begriff Target nochmal ein bisschen anders konnotiert.
Und wir haben ja auch es in dieser Republik erlebt, wie unsere damalige Umweltverbraucherschutzministerium in einem Anfall von Fasthysterie mal öffentlich gefordert hat, Facebook zu verbieten. Die wollte das ja wirklich. Der Hintergrund war ja, dass sich unter anderem so ein Psychotherapeut beim Ministerium gemeldet hatte, der, ohne es zu bemerken, seine Kontakte in seinem iPhone mit seinem Facebook-Account synchronisiert hatte, wo seine Patienten dann sich gegenseitig als Freunde vorgeschlagen wurden. Da haben die dann ein bisschen schlechte Laune bekommen. Und die Ministerin hat aus meiner Sicht verständlich, wenn auch gut, vielleicht mit einer etwas Kurzatmigkeit im Vorgehen, versucht, das Ganze zu verbieten. Das wirft aber auch nochmal die Frage auf, nehmen wir mal an, wir wollen was tun, was sind dann die technischen Voraussetzungen? Wir haben ja eine der Kernmöglichkeiten, Computer anzugreifen, entstehen durch Buffer-Overflows, und Buffer-Overflows entstehen eben durch Programmierfehler, wo jemand nicht vorgesehen hat, dass mehr Daten kommen, als vorgesehen war, um es kurz zu formulieren. Und wir haben, wie in dieser Grafik schön demonstriert, eigentlich da draußen, wir haben so guten Code und schlechten Code. Die Frage ist, wie lange man nachguckt. Das ist so ein bisschen wie dieser Doktorwitz, es gibt gar keine gesunden Leute, es gibt nur Leute, die sind nicht lange genug untersucht. Andersrum formuliert hier, der Unterschied zwischen guten und schlechten Code ist die Anzahl der WTFs pro Minute, also der What the fuck im sozusagen Zeitrahmenbeobachtungsfenster. Das heißt aber auch, dass es eine entscheidende Frage ist, wie damit umgegangen wird. Weil wenn jetzt ein junger Mensch dahergeht und der findet in einem Acrobat-Reader oder in irgendeiner, in einem Flash-Gedöns oder in einem Webbrowser, findet der eine Menge Schwachstellen, wendet sich an den Anbieter, dann bekommt er dafür vielleicht eine Prämie. Aber wenn er 10 Fehler findet, dann wollen die einen Discount. Dann wollen die auf einmal einen Rabatt. Dann sagen die, also für einen Fehler kriegst du 5.000, aber 10 Fehler am Stück 50.000, also wie wär's dann mit 24 oder so. Und das heißt, da ergeben sich dann andere Optionen für denjenigen, der dieses Wissen hat. Er kann entweder das über einen Zeitraum strecken, kann sagen, gut, dann kriegt er diesen Monat einen und nächsten Monat einen. Oder er kann es zu jemand anders geben, der ihm sofort mehr Geld gibt. Da sind wir dann beim Regierungsmarkt gelandet. Das hat der BND ja sogar in Karlsruhe beim Bundestrojaner-Urteil zugegeben, dass er eben Exploits gekauft hat, um Bundestrojaner einzusetzen. Das heißt, wir sind da in einer ganz komischen Situation. Und dazu kommen noch, dass die Reaktionszeiten der Hersteller, wenn sie dann wissen, dass ihre Software einen gravierenden Fehler hat, der es ermöglicht, von außen darauf sozusagen über die Software das System anzugreifen, die Frage ist, fixen sie das sofort? Weil es gibt da ja so Modeerscheinungen unter den Unternehmen, dass man ungern seinen Benutzern jeden zweiten Tag sagt, Sicherheitsproblem, Sicherheitsproblem, hier hast du ein Patch, sondern lieber einmal im Monat sagt, oh, wir haben mal tolle Sachen gemacht zur Verbesserung der Bequemlichkeit und der Skalierbarkeit deiner bla bla bla, und nebenbei haben wir ein, zwei kleine Problemchen gefixt. Also diese Welt der Euphemismen, wo dann im Grunde genommen durch Marketingmentalitäten längere Zeiträume entstehen, in denen die Systeme verwundbar sind. Und das ist natürlich für die NSA und für andere, die diese Zyklusoption nutzen, weil das ist ein Traumszenario, das ist ganz wunderbar. Und dazu kommen dann aber durchaus bemerkenswert lange Zeiträume. Beispielsweise hier hatten wir einen Fehler im Apple iTunes, der es 3 Jahre ermöglichte, ein Update zu Apple iTunes einzuspielen, ohne dass überprüft wurde, ob das Update überhaupt von Apple kam, ohne dass es kryptografische Signaturen gab, irgendeinen Sicherheitsmechanismus gab. Es war gar nicht sozusagen vorhanden, mit der man da einfach sagen konnte, hier ist ein Update zu deinem iTunes, und dann haben die dort das eingespielt und haben sich einen Trojaner eingefangen. Das ging ja so weit, dass dein Unternehmen damit schon geworben haben, dass sie Trojaner verkauft haben, die eben die Schwachstelle auslücken. Und wer weiß, vielleicht war ja die US-Regierung da auch Kunde. Bei Gamma kann man sich ohnehin nicht sicher sein, mit wem die alles handeln, solche Systeme auszunutzen. Wir kommen also irgendwann zu dem Punkt, wo wir sagen müssen, wir müssen nochmal über die Terminologie reden. Weil wenn wir von IT-Sicherheit reden oder überhaupt den Begriff Sicherheit als Informatiker verwenden, dann ist das was ganz anderes als das, was staatliche Akteure, die Beamten der diversen Staatssicherheitsorganisationen, wie sie auch immer gerade heißen, damit meinen. Für Leute wie die amerikanische Regierung, wie die NSA, ist offensichtlich IT-Sicherheit ist so nach deren Verständnis, wenn die Systeme und Daten ausschließlich durch sie zugegriffen werden können.
Also Nobus, no one but us, das ist ja einer der Ansprüche, die die NSA in Bezug auf ihre Informationsvorherrschaft propagandiert intern. Und dann haben wir noch diese Terminologie von der Vertrauenswürdigkeit, Trusted Computing. Das ist also, wenn sich nicht nur die Daten, sondern auch die Systeme unter Kontrolle der US-Regierung und der NSA befinden. Und ich glaube, wir müssen wirklich aufpassen, wenn wir da draußen auf irgendeine Messe gehen, und das ist eine Sicherheitsmesse oder IT-Sicherheitsmesse, welchen Sicherheitsbegriff die zugrunde legen. Weil diese ganzen Sicherheitsunternehmen, die adressieren natürlich vorwiegend an die zahlungskräftige Kundschaft, und das sind die Regierungen. Und wenn man da sozusagen naiv durchgeht und denkt, ach so, hier geht es um die Sicherheit und das ist irgendwie gut und so, das könnte sein, dass wir da den einen oder anderen Zielkonflikt nochmal erstmal zu sondieren haben. Und diese Zielkonflikte haben wir ja gesehen. Eigentlich ist die Überschrift des Guardian komplett falsch, aber ich brauche den englischsprachigen Artikel in diesem Fall. NSA infiltrated NSA Security. Was heißt denn infiltrated? Die haben 10 Millionen Dollar dafür bezahlt, dass in einem Verschlüsselungsverfahren ein Zufallsgenerator eingebaut wird, der es eben für die NSA ermöglicht, auf das Zeug Zugriff zu greifen. Und sie haben dafür noch eine NIST-Zertifizierung bekommen. Das war also keine Infiltration. Man muss sich ja die Frage stellen, in welchem Verhältnis stehen denn diese Einnahmen bei NSA zu den normalen sozusagen Einkünften durch Unternehmen, die glauben, mit Hilfe der Produkte dieses Unternehmens ihre Sicherheit erhöhen zu können. Also ich glaube, da muss man nochmal rangehen, weil infiltrieren, das klingt so wie, ja, die böse NSA hat die arme, unschuldige Firma. Aber da die Firma dafür bezahlt würde, wie gesagt, befürchte ich, ganz so unschuldig waren sie da nicht. Und dann haben wir dieses ganze Szenario von dem Vertrauenswürdigen, vom Trusted Computing, wo ja schon, das ist auch schon ein paar Jahre alt, Microsoft in der FAQ auch mal so die Frage zulassen hat, aber wenn es jetzt diesen Trusted Computing Chip gibt mit dem eben geheimen Schlüssel, der quasi, wenn man den hat, dann kann man jeden einzelnen Computer kontrollieren, welche Software da läuft und welche nicht. Wenn es das gibt, würden dann FBI, CIA, NSA und wie sie heißen, nicht eine Hintertür haben wollen. Und Microsoft antwortete, also freiwillig würden wir das nie tun. Ja, das war nicht die Frage. Also eigentlich haben sie es ja damals schon zugegeben, weil von Freiwilligkeit, wie gesagt, brauchen wir nicht reden. Und Bruce Schneier hat das Mitte letzten Jahres gut zusammengefasst, hat gesagt, dass er eigentlich, wo wir so gerade stehen, so, wir können der Tech-Industrie gar nicht mehr vertrauen, wir können deren Dementis genauso wenig vertrauen, wie wir das FBI oder CIA oder NSA irgendwer dementiert, dass sie bestimmte Fähigkeiten, Möglichkeiten haben. Weil die lügen. Das steht ja in ihren Verordnungen, dass sie das abstreiten müssen, dass sie lügen müssen. Das heißt, wir können da einfach uns auf die Aussagen weder der Industrie noch des Regierungsapparats in irgendeiner Form mehr stützen. Und aber um nochmal auch wieder auf die Vorbotschaft umzuschalten, Kryptographie funktioniert. Allerdings muss man sagen kann, also Snowden hat ja gesagt, Crypto works. Natürlich hat er auch, wie gesagt, Gründe dafür, euphemistisch oder darüber zu reden in diesem Sinne. Das hat ja immerhin seinen Arsch auch gerettet. Aber er hat auch richtig gesagt, das ist eigentlich die Kern Basic Protection. Es ist der Schutz gegen eben die dunklen Künste. Und was wir aber sehen müssen, das Kryptographie besteht ja aus mehreren sozusagen Teilen. Wir haben die Mathematik. Und dann haben wir die Implementierung, wir haben den Source Code, wir haben das Umfeld, unter dem Krypto funktioniert. Das heißt, Kryptographie, glaube ich, kann man schon sagen, ist die entscheidende Technologie zur Herstellung von digitaler Souveränität für Menschen, für Organisationen, für Staaten. Bloß die Sicherheit wird eben regelmäßig auch untergraben durch unsichere Umgebungen, durch Implementierung mit Teilschlüsselhinterlegung, durch kaputte Zufallsgeneratoren. Es ist ja nicht so, dass sozusagen die Realisierung von Mathematik im luftleeren Raum stattfindet. Und das heißt, Verschlüsselungssysteme müssen überprüfbar und die müssen Quellcode offen sein. Das hat nichts mit Lizenzbedingungen zu tun. Ich rede jetzt nicht von Open Software oder Free Software im Sinne von Free Beer, sondern erstmal von der freien Verfügbarkeit des Source Codes, um eben die Vertrauenswürdigkeit bewerten zu können. Bruce Schneier hat das wiederum gut zusammengefasst, die Mathematik ist schon gut, aber die Mathematik, die hat ja keine Agentur, die hat keinen, der sie umsetzt. Aber die Umsetzung, da haben wir eben Firmeninteressen und alles Mögliche drin. Und da ist dann leider oft auch die Mathematik oder die Kryptographie schon wieder untergraben. Das heißt, das ist die Abgrenzung, die man da sehen muss. Und diese Abgrenzung
begleitet uns aber auch noch mit einer anderen Erscheinungsform sehr lange, nämlich Kryptographie ist ja nicht frei verfügbar, die darf ja nicht frei gehandelt werden. Es ist ja seit dem Kalten Krieg so und seit dem Ende des Kalten Krieges hat sich da nichts geändert, dass es bestimmte Exportbeschränkungen gibt, dass Kryptographie als Dual-Use-Technologie gehandelt wird, wo eben bestimmte Länder das nicht dürfen, wo es dann früher unterlagen die Regelungen des Verteilungsministeriums, dann dem Department of Commerce mit der Formulierung Other Products, jetzt der NSA-Review-Verfahren, es gibt dann Commodity-Request-Verfahren, das heißt, es ist als Gebrauchsgüter zwar deklariert, aber anders als bei Babyschnullern muss man eben trotzdem noch eine Exportgenehmigung einholen. Diese ganzen Regelungen gibt es und die werden im fast clandestin, also man kann sich darüber informieren, aber ich glaube, die politische Bedeutung davon ist noch gar nicht im politischen Raum wahrgenommen. Weil wenn wir sozusagen, und damit bin ich auch am Schluss meines Vortrags, wenn wir sozusagen sagen, was sind denn jetzt unsere Aufgaben, um digitale Souveränität und auch sowas wie eine informationstechnische Friedenssicherung zu betreiben, wenn man sagt, Krypto ist eben die Kerntechnologie, um Souveränität herzustellen, dann heißt das auch, dass die Einschränkung der Verfügbarkeit dieser Technologie, sowas wie Exportbeschränkungen, eine Einschränkung der digitalen Souveränität ist. Und das heißt auch, dass sowas wie eben dieses Wassenaar-Arrangement, die Lizenzvoraussetzungen, hier mal falsch geschrieben, aber gut, was bestimmte Länder tun, dass man eben Krypto nicht, also es ist zwar nicht verboten, aber in Russland beispielsweise braucht man eben eine bestimmte Lizenz. Und diese Lizenz für Benutzung der Kryptographie bekommt man nur, wenn man die Voraussetzungen erfüllt. Die Voraussetzungen schreiben einem vor einen bestimmten Algorithmus, der schönerweise den Namen Ghost hat und natürlich zufällig von einer Agentur kommt, die auch für die Telekommunikationsüberwachung zuständig ist. Aber diese duale Funktion haben wir in Amerika ja auch. Da sind die Russen ja nicht jetzt irgendwie außerhalb der Stange böse strukturiert oder so, sondern bei denen macht eben auch die Agentur beides. Aber zum Glück ist unser BSI ja völlig befreit von dem Verdacht, irgendetwas mit Unterstützung für Nachrichtendienste tun zu haben. So, aber um noch sozusagen mal das als Forderung zu formulieren, also die Analyse der Verschlüsselungssysteme und die Quellcode-Offenheit, das ist insofern ein Riesenproblem, als dass es quasi Kryptanalyse findet fast ausschließlich im Geheimen statt. Also die Leute, die das können, die jetzt wirklich Codebreaking machen, die sind immer alle schnell weggekauft von irgendwelchen Agenturen. Und das ist auch ein Riesenproblem, dass wir da in einem gewissen Vakuum reden. Natürlich gibt es hier und da mal Papiere und die Situation hat sich dramatisch verbessert. Aber wenn man sich die letzten 30 Jahre das mal anguckt, dann ist das immer noch eine Geheimwissenschaft mit der Tendenz zur Besserung vielleicht. Aber ich glaube, das ganze Thema ist immer noch schwer unterbewertet und hoffentlich ist das ein Anstoß, um mal a, diesem Thema die gebührende Aufmerksamkeit zu verschaffen und b, auch die gute Nachricht zu verbreiten, nämlich wir sind ja nicht ohne Gegenmittel besät, wenn es um Überwachung geht. Wir haben ein Gegenmittel, das ist Krypto und da müssen wir halt ran und da müssen wir was tun und ich würde mich freuen, wenn wir, also ich hatte bei dem vorherigen Vortrag, da wollte ich dem Redner einmal ins Wort fallen, wo er sagte, aber es gibt ja keine Verfahren, wenn ein einzelner Abgeordneter quer mit der Regierung liegt, da gibt es ja keine Verfahren. Ja, was war denn Edati? Was war denn Hartmann? Also natürlich gibt es da Verfahren, wie die mit Leuten fertig werden, mit denen sie quer liegen. Aber das ist wohl eher die Abteilung Realpolitik, die ich da meine und er meinte, die juristischen Grundsatzverfahren. However, ich habe ja schon eine Zeit lang betreibe ich dieses kleine Bug Planet, wo es Informationen zu den Anbietern dieser Systeme, den technischen Beschaffern der Anlagen, in welchen Ländern was wie wo passiert. Es gibt zu jedem Land eine Seite und natürlich auch eine ausführliche Würdigung der NSA-Struktur und der ganzen Komponenten der NSA-Programme. Okay, danke schön erstmal und jetzt muss der Moderator sagen, wie viel Zeit wir für Fragen haben. Danke. Ja, ich denke, wir haben sehr schön auch Zeit wieder ein bisschen aufgeholt. Das heißt, wir haben ein paar Fragen, die ich zulassen würde. Warte nur, bis er mir zuhört. Also auf der Website vom BSI wird
Werbung gemacht für GPG for Win. Sollte man es dann deswegen nicht benutzen? Nee, das habe ich nicht gesagt. Bei GPG ist ja tatsächlich Quellcode offen und ich war zufällig auch selber daran beteiligt, wie wir es 98 Mal es geschafft haben, da ein bisschen Förderung für zu bekommen beim Wirtschaftsministerium. Ich sage ja nicht, dass das BSI grundsätzlich böse ist. Das BSI hat eine sinnvolle Aufgabe. Das BSI hat aber einen Interessenskonflikt, weil es eben unterhalb des Innenministeriums angesiedelt ist. Dieser Interessenskonflikt hat ja auch schon dazu geführt, dass ein BSI-Präsident, nämlich der Helmbrecht, mal im Streit mit seinem Dienstherrn die Position räumen musste, weil er halt mehr oder weniger öffentlich die Frage gestellt hat, angesichts dieses Bundestrojaners, wo das BSI Amtshilfe machen musste, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt BSI für Bürger machen und den Bürgern helfen, ihre Computer sicher zu machen? Oder soll ich BSI fürs Innenministerium machen und den Leuten ihre Computer aufbrechen? Also das hat ja den Schäuble damals ja mehr oder weniger öffentlich gefragt und der Schäuble fand das nicht so gut, diese Diskussion öffentlich zu führen. Das ist halt eine ungünstige Rahmenbedingung des BSI und es gibt halt auch den BSI-Teil, der Innenamtshilfe für BND und so fort Kram macht. Aber beim BSI gibt es durchaus gute und vernünftige Leute, aber wie gesagt, ich finde es eben, man darf nicht übersehen, dass es da Interessenkonflikte gibt, die die Leute vielleicht auch daran zu hindern, in der völligen Art und Weise zu agieren, wie sie es selber für richtig halten wollen. Das sind halt Beamte des Staates. Der Staat hat halt auch seine Interessen. Andy, ich finde das klasse, richtig laut. Ich finde das klasse, also zu fordern Open Source und möglichst auch noch Open Crypto Analysis. Aber wir haben ja gesehen bei Heartbleed, dass es nicht genug ist, weil wir brauchen viele kritische Leute, die wirklich in jede Zeile Code nachfragen. Was ist das denn? Weil solche Bugs können trotzdem drin sein, auch wenn es offen ist und auch wenn jeder drauf guckt. Also es ist ja einfach nicht genug, nur zu quelloffen zu fordern. Nein, das stimmt natürlich, aber es ist ein Anfang. Und ich meine, im Grunde genommen ist es richtig, wir bräuchten ein öffentliches Institut, vielleicht eine Stiftung, die nicht im Verdacht steht, von der Regierung abhängig zu sein, wo Leute den ganzen Tag mit den entsprechend massiven Personalressourcen, die wir brauchen, den Code durchgehen und die Dinge ausprobieren, die man ausprobieren muss, um sicherzugehen, dass eben da kein Schrott drin ist. So, ja, da sind wir noch nicht ganz, aber vielleicht können wir ja schon mal uns in die Richtung bewegen. Ja, vielen Dank dann auch noch für die Beantwortung der Fragen. Kommen wir zu unserem letzten Redner heute Abend, Frank Riegner. Ach ja, bitte nochmal einen Applaus. Applaus